Holy moly, wir sind am Indigo-Plateau angekommen. Ich glaube, ich bin hoffnungslos unterlevelt für das Vorhaben. Ich sag's, wie es ist. Holy shit. Okay. Verkaufen. Herr Schutz brauchen wir später nochmal. Treffer, Pokéball. Pokébälle brauchen wir nicht mehr. Top-Trank, Top-Genesung. Das kann alles. Computer. Das kann weg. Ach, sagte, das kann weg. Jo. Ich glaube, das letzte Mal, als ich gegen die Top 4 angetreten bin, war ich leveltechnisch wesentlich weiter. Ich meine, da habe ich auch wesentlich mehr gemacht im Vorfeld. Ich meine, wie gesagt, wir haben geskippt die komplette Spielhalle, die kompletten Seeschauminseln. Ein Großteil der Trainer, die unterwegs auf uns gewartet haben, zum Beispiel auf dem Radweg, haben wir, glaube ich, ein oder zwei Trainer insgesamt gemacht. Auf der Siegelstraße haben wir, glaube ich, nur zwei Trainer gemacht. Vier Stunden, 47 Minuten. Und wir treten bereits gegen die Top 4 an. Willkommen in der Pokémon-Liga, ich bin Lorelei, gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit dem Messen, was um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn deine Pokémon eingefroren habe. Haha, bist du bereit? Nein? Ach, Level 54, ja. Ich meine, das geht noch. Mal davon abgesehen, dass ich eine Wasserschwäche habe. Eine Eisschwäche. Und eine Psychoschwäche. Ich glaube, der Einzige, gegen den ich relativ gut durchkommen werde, ist Bruno. Und eventuell noch Gary. Alles andere wird, schwierig. Wir werden uns wahrscheinlich ein bisschen durchsterben durch die ganze Angelegenheit. Gucken, ob wir einen Angriff von außen das überleben. Halt! Boah. Also, das wird ein großes Gesterbe geben hier. Mal gucken, wie viele Anläufe wir brauchen für die Top 4. Paralyse. Mit Lamus ist schon mal kein Problem. Die größte Angst habe ich tatsächlich jetzt vor Agatha. Wenn ich hier relativ gut durchkomme. Sollte relativ
relativer Selbstgänger sein. Agatha mit ihren Geist-Pokémon wird halt schwierig. Siegfried mit den Drachen sowieso, klar. Erdbeben oder Donnerblitz? Oh, Erdbeben eventuell mehr Schaden macht. Rissa tut weh. Halt! Gott! Ja, equip me. Ja. Blizzard trifft. Aber ist okay. Opfern wir Miko. Da kenne ich ja nix. Irgendwo habe ich noch Beleber rumliegen. Hydro-Pumpe. Hey! Ach, Miko, du kannst dich geehrt fühlen, als mit Level 3 eine bedeutende Rolle im Kampf gegen die Top 4 eingenommen zu haben. Ich weiß, dass ich ein Opfer bin, aber so. Okay, das war nur Orelei. Wie gesagt, ich glaube, Bruno ist nicht das ganz große Problem. Ja, Machu Mai, Nocturne, Kikli. Nicht ganz easy, aber die beiden Onix sind natürlich. Gratis Erfahrung quasi. Dann gehen wir auf den Server. Und dann ist das Problem schon mal gelöst. Der überlebt das. Kein Eishieb. Sollte man trotzdem tanken. Ah, das war ein Crit. Easy getankt. La, 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 la. So, jetzt das nächste Onyx bitte. Dankeschön. Zu guter Letzt machen wir mal. So far, so good. Und jetzt kommen die zwei Gänger. Die werden mir Probleme machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wie gesagt, ich glaube nicht daran, dass ich in einem Anlauf durchkomme. Das ist unwahrscheinlich. Ich bin Agatha aus dem Team der Top 4. Professor Eich lobt dich in höchsten Tönen, junger Mann. Er war einmal ein gut aussehender, stattlicher Mann. Doch das war vor Jahrzehnten. Heute kümmert sich der alte, faltige Sack nur noch um seinen Pokédex.
Aber Pokémon wollen ja kämpfen. Ash, ich zeige dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Mami, bitte tu mir nicht weh. Wir gehen auf Surfer. Das ist belastend. Das macht weit weniger Schaden als erwartet. Beben ist sehr effektiv. Boden auf Gift, oder? Das habe ich nicht bedacht. Britzel, 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 Britzel. Stärke reicht ja wohl, oder? Sehr schön. Was hast du noch? Alpollo. Für Erdbeben habe ich noch 3. Okay. In Ordnung, dann kann ich mitarbeiten. Und das zweite Gänger. Komm, Helmut. Ein schöner Crit, bitte. Aber gar nicht nötig. Okay. Warum habe ich dann so viel Angst vor Agathe gehabt? Das war Nummer 3 von 4. Mit Stärke und Surfer kommen wir nicht weit. 3 Donnerblitze ist auch nicht wirklich viel. AP auffüllen ist jetzt angesagt. Ich habe ein Elixier. Füllt das komplett auf? Ich glaube nicht, ne? Jeweils 10? Ja. Ja, ist aber okay. Vielleicht schaffen wir das doch. Aber Siegfried ist eine harte Nummer mit 2 Dragorans. Ein Garados, ein Dragonier. Was hatte er noch? Aerodactyl. Garados und Aerodactyl sind kein großes Problem. Aber ich sag's, wie es ist. Eine gute Eisattacke wäre nice jetzt auf Nidoran. Schöner Eisstrahl. Oder Blizzard mit X-Treffer. Ja, wäre schon nett gewesen. Nicht mal geheilt, ne? So arrogant bin ich, dass ich nicht mal heile vor dem Kampf. Ob du das überlebst? Okay, du kriegst einen Hypertrank. Das ist fein. Crit, Helmut, Crit! Und da kommt die Hydro-Puppe aus der Hölle. Halt! Halt, stopp! Crit. Natürlich, warum critten mich diese Hydro-Pumpen eigentlich immer? Ah, dann wird als nächstes Fail geopfert. Ah, er lässt mich sogar heilen, das ist aber nett. Übertrank. Drachenwut killt mich auch noch nicht. Kannst so viel Silberblick machen, wie du willst.
Hyperstrahl, okay. Fein für mich. Ich wollte Faye opfern, ne, aber Garados sich nicht wehrt, dann nehme ich das so mit. Dann kriegt Faye halt den Killer an Garados. Level 23. Wirklich nur ein Level? Okay. Mal gucken, vielleicht kriegen wir nochmal Egelsamen raus. Agilität, okay. Ich nehme mit, was ich kriegen kann. Ja, bin ich ganz ehrlich. Giftpuder? Ein Level 23 Bisa-Knosp. Setzt hier dazu an, Siegfried echt nur Probleme zu machen. What the fuck? Das ist nicht effektiv, okay. Gehen wir zum Schneider. Dieses Dragonier wird doch irgendeinen Angriff haben. Das hat doch jetzt nicht nur Agilität. Was ist denn das? Hab ich nach der zweiten Arena gesagt, das war der letzte große Auftritt von Faye? Ladies and Gentlemen, Top 4, Siegfried, Faye regelt. Ich weiß nicht, warum der nichts anderes als Agilität einsetzt. Er wird auf jeden Fall nicht eine sehr effektive Attacke haben. Habe ich jetzt das System gedribbelt oder wie? Ja. Faye zerstört Dragonier. Sieht mir so aus. Ist okay für mich. Wenn ich das wirklich auf YouTube hochlade, dann wird das ein interessanter Titel werden. Ich weiß, die KI im Pokémon Rot-Blau ist ein bisschen seltsam. Aber das hier ist überraschend. Ich glaube, der greift an, weil oder benutzt Agilität, weil Agilität vom Typ Psycho ist. Davon ausgeht, dass Agilität entsprechend sehr effektiv ist. Da hätten wir das gleiche Bild jetzt wahrscheinlich auch, wenn ich Nidoking drin hätte. Faye zerlegt zwei Dragonier. Ja, aber Aerodactyl wird das haben. Ja. Sei es nur der Biss. Aber gute Arbeit, Faye. Großer Auftritt von dir. Das war echt strong. Dafür, dass ich nur opfern wollte. Aua. Die immer critten müssen, ne? Die immer critten müssen. Er ist eh schneller als ich, ne? Okay, ich weiß, dass ich wieder aufladen muss. Das war jetzt nicht das Problem. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich mich jetzt heile oder erst, wenn er down ist. Und jetzt kommt Dragoman an.
Erstmal heilen wir uns. Gucken wir mal, was kommt. Jetzt soll ich Fail wiederbeleben. Es kommt Agilität. Wirklich? Spiel? Ist. Ich chill mal eine Runde. Wir gehen erstmal auf Stärke. Wir haben es gerade nicht eilig. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja irre. Ja, ich glaube, die KI geht hier wirklich davon aus, Agilität ist vom Typ Psycho. Psycho ist sehr effektiv gegen Gift. Oh, Barriere. Oh, der Hypertrank. Oh, der Crit. Ja, aber ich glaube tatsächlich, das ist genau das, wie es gerade läuft. Und noch ein Crit. Mei, oh mei, oh mei, oh mei. War Barriere? Ich glaube, Barriere funktioniert hier noch anders als damals. Als jetzt. Ja, okay, cool. Siegfried, überhaupt kein Problem. Das war überraschend. Zehn von zehn, du hast so viele AP für Helmut gespart. Und das ist das Top 4 Oberhaupt gewesen, ne? Nur mal so am Rande. Ah nein, ich habe einmal zu oft gedrückt. Oh, ich hab mich voll zu schwallen, Digga. Digga! Okay. Also, wie schaut's aus? Helmut ist fit. Wie viele Beleber habe ich noch? 13 Stück. Komm. Hey, hat es sich verdient, wiederbelebt zu werden. Und das Opfer wird auch nochmal. Vielleicht auch nochmal interessant werden.